Willkommen zurück. Je mehr wir von den Wurzelknoten zerstören, desto mehr vom Dunkelwald wird freigelegt. Dieser Weg war uns vorher verborgen. Nun können wir ihn betreten, aber vorher möchte ich mir diesen Zauber holen. Der Schildzauber. Ein neuer Schildzauber, Lord. Ja. Er wird uns mit Sicherheit sehr nützlich sein. Aber ich glaube, wir sollten unsere Schergen lieber beschützen, denn es wird definitiv wieder ein Überfall der Rattenmenschen erfolgen. Was sage ich? Ich wusste es. Ich wusste es! Bleib hier! Ich hasse euch. Ich hasse euch! Ihr seid das Nervigste am Dunkelwald. Das Nervigste. Aber meine grünen Schergen werden euch vernichten. Der Schildzauber dient euch nun ja als Schild gegen angreifende Gegner. Gleichzeitig wehrt er sie auch ab und stößt sie zurück. Das hört sich doch gut an. Grüne! Braune! Wollen wir es doch mal ausprobieren. Greif mich an, greif mich an, greif mich an. Stimmt. Ich nehme keinen Schaden. Doch, ich nehme Schaden. Okay. Egal. Das habt ihr nicht gesehen. Machen wir den Schild aus. Und machen wir unseren Lieblingszauber an. Gut. Mit dem Grünen könnten wir jetzt auch dort lang. Aber wir gehen erst den anderen Weg, der freigelegt wurde. Vielleicht ist da ja noch irgendwas Interessantes. Neues. Nur für Overlord. Nee, das funktioniert doch noch nicht. Glaube ich. Seht ihr dieses Portal da, also da im Wasser ist ein Portal für die Blauen. Wahrscheinlich muss man damit diesen Stein wegschieben dort vorne und irgendwie an den Wurzelknoten dieser Wurzel, ja, ranzukommen. Leider können wir das noch nicht machen. Gut, dann gehen wir halt diesen Weg. Ich frag mich, wieso er nicht einfach die Wurzeln durchschneidet. So. Alle! Der Weg ist frei. Was wird uns hier begegnen? Sieht aus wie ein Tempel, ein Gebäude, ein... Kinder der Göttin, loben sie. Denn sie ist die Mutter aller Rassen, aber blutsverwandt mit den Elfen. Verlass uns nicht, Elfenmutter! Aha. Die Säule da vergrößert unsere Hordengröße. Aber ich komme nicht ran! Oh. Was war das? Das sah... Das ist ein... Eber irgendwas. Es sieht aus wie ein Eber, ein Stier, ein laufendes Ungetüm, was auch immer. Da. Ich glaube, da ist es eben gelaufen. Da steht es. Oh mein Gott. Es wird uns vernichten. Schergenzauber.
Vernichtet ihn! Au! Ja! Okay, das war nur halb so schwer, wie ich gedacht habe. Es ist nicht mal ein Scherge gestorben. Das ist positiv zu betrachten. Ja, äußerst positiv. Rote und grüne Käfer. Gemischt. Hat das jetzt irgendwas zu bedeuten? Was für eine Grotte haben wir hier geöffnet? Bringt mir all das Geld, wir brauchen es später. Und all die Lebenskraft auch, die brauche ich auch später. Um die Schergen zu verfeuern. Hier ist viel zu hoch. Sehr viel. Komm her. So. Was wird er mir noch mehr bringen? Nein, ein Grüner ist gestorben. Stirb dafür. Ich glaube, wir sind hier fertig. Dieser kleine Raum hat wahrscheinlich mehr Geld gebracht als andere ganze Gebiete dieses Spiels. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht dran. Da oben ist der Wurzelknoten. Aber er wird bewacht. Von vielen Feinden. Ein Feuerball und ihr seid tot. Er stürmt diesen Klamm. Ich habe keinen Mana mehr. Ich kann diesen Schergenzauber nicht aktivieren. Komm zurück! Das war knapp. Okay. Ich habe eine Idee. Ja, los! Und ihr von vorne, Braune. Kesselt ihn ein! Das hat sogar geklappt. Perfekt. Vernichtet den Wurzelknoten. Yeah. Oh nein. Das ist schlecht gelaufen. Na gut, ich mache jetzt Schluss und diese Belagerung werden wir im nächsten Video durchbrechen.